Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Amorelli Original Adventskalender. Ja, der ist heute bei mir eingetroffen, ging relativ zackig. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Jahr gibt es auch wieder zwei. Ich habe den für 129,99 bestellt. Das ist die günstigere Variante. Es gibt noch einen größeren, so ein Premium für 219,99. Da muss ich noch überlegen. Und ja, das ist ein Spielzeug-Adventskalender. Um es mal so zu sagen. Und auch dieses Jahr versuche ich, dieses Video wieder relativ werbefreundlich zu gestalten. Mal gucken, wie ich das so hinbekomme. Ja, es wird uns auf jeden Fall ein bisschen warm ums Herz werden, denn dieser Adventskalender ist ein bisschen dafür da, um uns alle ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Ich finde, der eignet sich grundsätzlich jedes Jahr super als, für einen alleine, aber auch tatsächlich, um ihn als Paar zu öffnen und einfach nochmal so ein paar Dinge zu besprechen. Ich finde es immer super cool und sowas ist jetzt ja nicht so dafür als Anleitung, du musst jetzt alles jeden Tag ausprobieren, dass am Ende alles glüht, sondern es ist im Prinzip auch ein Stück weit eine kleine Animation, meiner Meinung nach, als Paar was zusammen zu unternehmen. Du musst nicht jeden Tag ein Kläppchen davon öffnen. Du kannst dir auch einen Tag vornehmen und dann 5 Kläppchen öffnen, wie du möchtest, ne? Also das ist halt auch immer so eine Sache, die ich persönlich auch gerne als Message bei solchen Adventskalendern mit auf den Weg geben möchte. Einfach, dass man lernt, wieder über solche Dinge zu reden, vor allem in der Beziehung, super wichtig. Und ja, genau, dementsprechend würde ich sagen, wir entfernen den Schuber und schauen mal, was sich hier drin verbirgt, wobei man alles online auch sehen konnte. Wobei ich den Schuber sehr, sehr hübsch finde. Also ich mag eigentlich dieses Blau, Türkis, Gold richtig gerne leiden. Und der Adventskalender selber ist in Weinrot-Gold. Ein paar Zwischenebenen haben wir hier, dass nicht direkt alles runterknallt, wenn man das halt öffnet, ne? Und hier habe ich jetzt den 1. Dezember. Da steht allerhand außen dran. Auf Englisch, ja, tatsächlich. Und auch so ein bisschen eine Bedienungsanleitung. Die kann man manchmal ganz gut gebrauchen. Aber wir schauen mal. Vielleicht kann ich auch so schon herausfinden, was sich hier drin verbirgt. Aha. Okay, das ist ein kleiner Helfer mit Kabel, was ich auch immer sehr charmant finde. Wo war das denn? Achso, das ist mit einem magnetischen Kabel hier an der Seite übrigens, ne? Genau, also das kann man halt für verschiedene Körperregionen verwenden, wenn man möchte, um da halt, ach, das fühlt sich immer so schön an, dieses Silikon hier, um da einen schönen Vibrationseffekt zu verspüren. So viel, also ich würde es wirklich eher als äußerlich betrachten. Oh, du hast verschiedene Modi, das ist ja abgefahren. Und ich finde auch, dass bei einem Adventskalender der 1. Dezember immer so ein bisschen einen schönen Einstieg geben sollte und knallen sollte. Solltest übrigens auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal. Normalerweise kommt hier vor allem Beauty-Content, Hauls, Unboxings, Reviews und ja, also, ne, da schau gerne mal, ob du Lust hast. Da kannst du dir auch gerne nachher mal das ein oder andere weitere Video anschauen, ob dich mein Content so interessiert. Ich würde mich mega freuen, wenn du hier meiner kleinen, aber feinen Community beitreten würdest. Hier habe ich jetzt den 2. Dezember. Ach guck, ein bisschen Pflege darf nicht fehlen, wo wir schon mal beim Thema Beauty sind, ne? Limited Edition Lubricant Water Base, also das sind 50 Milliliter, damit du halt quasi die Produkte aus dem Adventskalender ein bisschen einfacher verwenden kannst. Und ja, einfach wasserbasiert ist auch immer ganz gut. Selbstverständlich auch mit dabei befindet sich hier die Nummer 3. Das ist auch schön eingepackt. Oh ja, auch das ist etwas, was alles ein bisschen mehr in Schwingung bringt. Und sowas kann man dann als Paar auch sehr gut verwenden. Schade finde ich tatsächlich, dass wir hier scheinbar auch in diesem ganzen Adventskalender nur ein Ladekabel drin haben. Gut, ne? Wenn man schon mal das ein oder andere Spielzeug sich gekauft hat, dann hat man vielleicht schon exakt das gleiche Ladekabel, was man so braucht. Und ja, das bringt alles noch ein bisschen mehr in Schwung. Vor allem, was ich schön finde, ist, dass du hier auch nochmal diese gebogene Sache hast. Ich denke, dass dann quasi die Frau auch ein bisschen mehr Freude dabei haben könnte. Schön, dass das alles einfach schon vorgeladen ist, ne? Ready to use, würde ich mal so sagen. Hier haben wir die Nummer 4. Ich glaube, wir werden hier auch wieder ein bisschen mit Pflege beglückt, um das mal so zu sagen. Intense Gel, oh schön. For her, also das ist wirklich auch ein Adventskalender, ne? Mal wieder hauptsächlich ausgerichtet auf die Frau, würde ich tatsächlich einfach mal so tippen. Genau, 30 Milliliter sind hier drin und das soll einfach machen, dass der Höhepunkt ein bisschen intensiviert wird und man etwas mehr Intensität verspürt.
Bei diesem Adventskalender ist definitiv nicht die Größe entscheidend, aber hier habe ich eine sehr große Nummer 5. Ja, das ist so ein Klassiker für so einen Adventskalender. Auch hier kein eigenes Ladekabel. Das ist, andere Adventskalender machen das wirklich ein bisschen charmanter, dass du wirklich zu jedem Produkt auch ein Ladekabel mit dazu bekommst. Ne? Es kann ja passieren, dass man vielleicht das ein oder andere nicht selber behält, sondern dann irgendwie im Familien- und Freundeskreis weiter verschenken möchte oder so. Naja. Oder dass man halt vielleicht sogar zwei braucht, weil man sich diesen Adventskalender mit einer Freundin oder mit einem Kumpel zusammen bestellt und man sich das quasi aufteilt. Vielleicht finden wir noch weitere Kabel drin. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Doppelvergnüger, um ihn mal so zu nennen. Und ja, auch hier wieder, ne, hinten zum Laden. Hier vorne kannst du das dann an- und ausstellen und dann auch die Intensivität ändern. Ja, der hier oben, der geht schon ziemlich ab, ne? Ich glaube, der Hersteller kommt auch eher aus dem englischsprachigen Raum, sodass dann quasi auch der 5. Dezember mehr ein Highlight ist als der 6. Dezember. Für uns hier in Deutschland ist aber der 6. Dezember definitiv Nikolaus. Mal gucken, was kriegen wir denn da? Ach, guck mal, da dürfen wir Karten spielen. Ja, das sind halt einfach solche Midnight Mystique Fantasies Card Game. Das ist einfach ja, so ein Kartenspiel, was halt auch nochmal so ein paar Anreize geben soll. Ein paar, ne, dass man einfach auf Fantasien kommt, auf Gedanken kommt, und da finde ich eigentlich sowas gar nicht verkehrt. Habe ich in den 18 Jahren, in denen ich mit meinem Freund zusammen bin, jemals so ein Kartenspiel gespielt? Ich glaube nicht. Sehr lang ist hier einmal die Nummer 7. Achso, und auch da haben wir eher so ein, ja, Klassiker, sage ich mal, mit drin. Ne? Ist alles richtig doll eingepackt. Meine Güte. Ja, das ist so ein Feder-Ding, ne? Sodass man sich halt einfach auf eine andere Art und Weise berühren kann. Sowas ist manchmal gar nicht verkehrt, wenn halt wirklich nur der Spürsinn, der Tastsinn von der Person, die dann quasi damit berührt wird, aktiviert ist. Ich bin super kitzlig, ich kann sowas nicht haben. Auch bei diesem Adventskalender darf die Nummer 8 machen, dass es kracht. Nee, das kannst du in Verbindung mit der Nummer 7 ganz gut verwenden. Für mich persönlich eine wirklich hochwertige Augenbinde. Kannst du auch als Schlafmaske verwenden, aber dafür finde ich die ein bisschen unkomfortabel. Generell auch bei sowas, ne, finde ich persönlich das ein bisschen schöner, wenn das nicht halt so, ich sag mal, hart rüberkommt, sondern vor allem hast du hier auch noch dieses Schildchen. Wie sieht das denn aus? Muss man vorher abschneiden, sonst lacht man sich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr kaputt. Ich mag das, wenn das lieber ein bisschen weicher ist, ne? Das ist auch angenehmer für die Augen. Aber gut, das ist jetzt hier so mit drin. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir eine etwas angenehmere Version davon. Und das ist auch ein Klassiker in so einem Adventskalender, finde ich. Also die Boxen sind da sehr, sehr eng drin. Mal sehen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Ein Ei. Aha, es ist nicht nur ein Ei, Leute. Okay, also, wir haben erstmal das so, dass wir auch leider hier kein weiteres Ladekabel bei dem Produkt finden. Und das habe ich auch schon beim Vorschaubild gesehen. Aber ich habe nicht gesehen, wie das quasi eingepackt ist. Super schön für die Handtasche oder auch auf Reisen geeignet, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich finde, das sieht auch sehr edel aus. Hier drin befindet sich jedoch etwas, was ich persönlich noch nie gesehen habe. Und zwar ist es ein sich bewegendes Nupsi hier drin, genau. Der arbeitet nämlich nicht mit Druckwellen, sondern dann mit Bewegung. Ui, du bist aber schnell unterwegs. Ja, der geht schon steil, ne? Also da kann man auch noch wahrscheinlich unterschiedliche Intensitäten einstellen. Holla! Ah, unterschiedliche Modi gehen auch noch. Sehr reisetauglich. Von der Haptik her würde ich sagen, in der Nummer 10 darf es jetzt hier auch wieder mit Pflege weitergehen. Ja, und zwar ein Spray Limited Edition Toy Cleaner. Ja, das braucht man definitiv. 50 ml sind hier drin. Reinigt eure Spielzeuge immer vorher und nachher. Das ist vielleicht ein bisschen abtönend, ich weiß das wohl. Aber es ist so, so wichtig, ne? Und dementsprechend ist es so gut, dass es hier mit drin ist, weil das einfach ein Produkt ist, was man in dieser ganzen Konstellation sehr gut gebrauchen kann. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, ist gut befüllt. Also die ist auch schon relativ schwer, da bewegt sich nicht viel drin. Ach so, okay. Das hatte ich auch schon mal irgendwann ins Trashy mit reingelegt. Das ist so ein Tauschwanderpaket, was wir haben unter ein paar Mädels hier bei YouTube. Das ist halt auch ein Band, was man dann für entsprechende Spiele verwenden kann, um halt jetzt nicht Kabelbinder oder ein Seil zu verwenden, ne? Aber ja, ich finde es ein bisschen unbequem. Also sowas kann halt auch ziemlich einschneiden, wenn man das nicht vernünftig macht. Es kann aber natürlich auch die Person entsprechend mehr dazu animieren, loszulassen. Ja, die erste Hälfte liegt vor mir. Ich persönlich finde, dass es ganz gut befüllt ist. Wir haben hier sowohl neue Produkte drin, die ich jetzt so noch nicht irgendwie mal gesehen habe. Und wir haben aber auch alte Bekannte mit dabei. Ich persönlich denke mir, ja, was soll ein Kartenspiel hier drin? Das muss, also vielleicht einfach um den Aspekt des Adventskalenders, der Kommunikation noch so ein bisschen zu unterstreichen, okay. Ja, hätte ich jetzt aber so nicht gebraucht. Aber trotzdem sind hier eigentlich ganz schöne Impressionen mit dabei.
Und das war ein kleiner Frühstart von meiner Seite. Denn das hier ist die Halbzeit, die Nummer 12. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen, ne? Okay, ja, das ist ein Produkt, den sowohl, das Produkt können sowohl Männer als auch Frauen verwenden. Ja, genau, so schaut es einmal aus. Das kann man in verschiedenen Arten verwenden. Also manuell kann man das anwenden. Es gibt aber auch tatsächlich Kleidung, wo man das hier entsprechend integrieren könnte, um da dann auch noch mal ein bisschen mehr Spaß zu haben, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und ja, genau, also das ist halt einfach so ein sehr statisches Produkt. Ich glaube, das so ziemlich größte Büchslein hier ist die Nummer 13. Ah ja, okay, auch das kannst du zu Animationszwecken verwenden. Das kann man auch so zusammenbauen. Bevor man sowas verwendet, man braucht super viel Vertrauen ineinander, das sage ich immer wieder. Das ist auch eher so ein, ich würde sagen, Anfängertool, ne? Und man sollte sich halt auch informieren, wie man sowas anzuwenden hat. Da gibt es diverse Informationsquellen. Und ja, hier haben wir so ein, ja, es ist jetzt ja keine Peitsche, das ist es definitiv nicht. Also, ne, damit kann man halt mit etwas mehr Nachdruck Spaß haben. Und es ist deutlich länger als die letzten Jahre, wo wir sowas auch mit drin hatten, ne? Der 14. Dezember möchte für Romantik sorgen, glaube ich. Ja, eine Massagekerze haben wir hier drin mit 43 Millilitern. Auch das eine Limited Edition nach Granatapfel und weißem Pfeffer soll das riechen, um etwas mehr Würze reinzubringen wahrscheinlich. Jo, genau. Also das machst du halt an, das ist halt in diesem Pöttchen, das hast du auch so ein Docht. Machst du die Kerze an, dann verflüssigt sich das Ganze und dann kann man das auch als Massageöl verwenden. Und ja, das ist eigentlich auch eine ganz praktische Sache. Auch das ist halt genau wie das Kartenspiel etwas im Adventskalender, wo ich jetzt keine Luftsprünge mache, aber es ist halt irgendwie jedes Jahr mit dabei. Oh, die Nummer 15 hat eine Sternschnuppe drauf. Das ist schon mal sehr charmant. Hier haben wir Schmuck drin. Passend zu den Farben, die wir ja so schon drin hatten. Es ist natürlich kein Schmuck, Leute. Natürlich kann man sich auch damit schmücken, aber man kann es auch für entsprechende Sachen verwenden, ne? Also, dass man halt diese Kette in seinem Spiel integriert. Ja, aber fühlt sich jetzt auch nicht super hochwertig an oder so. Das ist halt so zu Massagezwecken, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Die Nummer 16. Ja, das ist auch für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Also, das ist jetzt kein Anfängertool, meiner Meinung nach. Auch wenn das von der Art und Weise, also das Produkt an sich, der Plug an sich, ist ein Produkt, was man in einer Praktik involviert, wo man als Paar schon mal fortgeschritten ist, auch was Vertrauen angeht. Genau, aber dieser Plug ist ein bisschen dezenter, weil wir hier tatsächlich auch eine etwas flexible Silikonmaterialgeschichte haben. Ne? Es ist halt nicht Metall, genau, und das nimmt man halt zur Vorbereitung. Man kann sowas aber natürlich auch woanders einführen, das ist ja kein Problem. Es ist aber wahrscheinlich eher zur Vorbereitung gedacht, dass man halt quasi, ja, ich darf das Wort nicht sagen, ne? Von hinten das ganze Spiel betreibt. Hier habe ich jetzt den 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Natürlich kann hier noch ein Pflegeprodukt reingemacht werden, und zwar ein Raumspray. Das ist für ein bisschen mehr Chillness, ne? 50 Milliliter mit Sandelholzduft. Genau, also sowas brauche ich jetzt nicht in so einem Adventskalender haben. Klar, das ist atmosphärisch und so weiter. Aber ob ich jetzt ein Sandelholz-Raumspray habe, um mich in Stimmung zu bringen, glaube ich nicht. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich einen sehr, sehr leichten 18. Dezember. Und wenn es ein Beauty-Adventskalender wäre, würde ich sagen, da ist bestimmt ein Beauty-Blender drin. Nee, es ist ein Würfel. Okay, jetzt haben wir wirklich so ein paar, ich sag mal, Füllprodukte hintereinander mit dabei. Aber auch das ist etwas, was vor allem Paare, die relativ frisch zusammen sind oder auch Paare, die sehr lange zusammen sind und denen nicht mehr so viel Kreativität zur Verfügung stellt, einfach dazu bringen kann, so ein paar andere Sachen zu machen, ne? Also da sind dann halt auch verschiedene Anweisungen auf dem Würfel und dann kann man da schauen, ob man dem Würfel Folge leistet oder eben nicht, ne? Genau. Und auch ein paar zweideutige Sachen sind hier natürlich mit enthalten. Der 19. Dezember. Wahrscheinlich haben sich die Adventskalenderpacker einfach gedacht, okay, jetzt ist auch mal so langsam, dass die Leute sich wieder chillen müssen. Na, hier ging jetzt auch tagelang die Party ganz schön hart ab. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Chili-Milli machen oder wir bereiten das Ganze vor, um es noch eine Ebene höher zu machen. Übrigens, by the way, das ist kein Schmuck, sondern das ist extra dafür gedacht, das erzähle ich gleich, dass man es dran macht und wieder abzieht. Das ist tatsächlich der Reiz des Ganzen. Ob man das mag oder nicht, sei jedem da selbst überlassen. Ne? Das ist ja tatsächlich Geschmackssache. Naja, auf jeden Fall sind das so Klemmen, die man an ja, ne, bestimmte Regionen machen kann. Das muss nicht immer bei der Frau sein. Das kann man überall dran machen, beim Mann, bei der Frau, wie auch immer. Und das wird halt quasi dann befestigt
am besten nicht zu doll, weil au. Und ich meine, es soll ja ein bisschen au machen und dann wird es halt abgezogen. Und das soll halt die ganze Situation etwas würziger machen. Ja, würziger, das trifft's. Und dann hat man hier noch so schöne Glitzersteinchen dran, ne? Das ist natürlich auch allerliebst. Und wir haben es irgendwie auch alle Jahre wieder drin, ne? Dann habe ich hier den 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier kommt noch ein bisschen Pflege. Und zwar ein Delay-Gel for him. Also das ist quasi ja für den Mann gedacht, 30 Milliliter, damit man einfach ein bisschen länger kann. Denn manchmal ist die Situation ja so aufgeheizt und so hitzig, dass, ne, dass das Ganze dann viel zu schnell vorbei ist. Und um das halt zu verhindern, nimmt man sowas. Ich persönlich bin nicht so ganz so Freund von sowas, weil ich mir immer denke, okay, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ne? Weil das betäubt ja auch ein bisschen. Nein, ist nicht das, was ich so... Weil das wird dann ja vielleicht auch irgendwie beidseitig verspürt. Aber ich muss sagen, es ist ganz schön... Ne, es wird immer wärmer hier. Die Nummer 21. Wir sind jetzt Richtung Heiligabend auf dem Endspurt. Und hier ist auch ein etwas größeres Produkt drin enthalten. Das ist tatsächlich eher so für ihn gedacht. Beziehungsweise, das kann sie ja auch bei ihm verwenden, um das mal so zu sagen. Das gibt halt einfach mehr Grip. So, und was das halt auch noch, also du kannst es natürlich auch einfach so verwenden, ne? Also dass man das halt so umlegt und dann verwendet in Bewegung. Aber es hat hier auch noch die Möglichkeit, übrigens fühlt sich das hier vorne richtig schön an. Na egal, genau, hier haben wir auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu laden, weil das hier auch noch eine Vibration mit dabei hat. Auch hier unterschiedliche Vibrationsmodi und ja, man kann es auf jeden Fall gut greifen, das kann man nicht anders sagen. Und das Ganze ist von innen halt auch mit einer... Oberfläche versehen, damit das Ganze sich vielleicht auch nicht ganz so flutschig anfühlt, sondern auch etwas mehr Halt bekommt. Huch. Die zweite und letzte Schnapszahl ist hier die Nummer 22. Das kann man... das sind Handschellen. Ach Mensch, ja klar. Okay, ja, und die finde ich auch schön. Ich glaube, Özlem hat doch auch mal diese Box mit Orion zusammen rausgebracht, ne? Da fand ich die auch echt klasse. Das sind halt nicht diese klassischen aus Metall, die jetzt irgendwie einschneiden könnten oder so. Die sind halt auch wirklich dehnbar, sitzen aber trotzdem schon recht eng. Also ich habe relativ breite Arme und ich würde mal sagen, wenn ein Mann die hier umlegen würde, würde das schon sehr, sehr einschneiden. Also das muss man mal gucken. Trotzdem ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach eine der schönsten Handschellenversionen, die man so in Adventskalendern oder Boxen oder so halt so findet in dem Bereich, ne? Die Nummer 23, ein Tag vor Heiligabend. Ich finde es immer ganz witzig, wenn die halt da so ein bisschen irgendwas zum Chillen reinpacken, so nach dem Motto, eieieiei, die Weihnachtszeit war jetzt schon heavy genug, jetzt müssen wir mal ein bisschen runterkommen. Wir haben ja immer mal wieder so eine Bag auch immer mit dabei. Die hier ist jetzt, glaube ich, einfach mal ein bisschen hochwertiger. Sieht meiner Meinung nach aber einfach aus wie eine Kosmetiktasche. Da kannst du halt deine ganzen hier Raumspray und das Gel und so weiter schön reinpacken, ne? Oder auch deine Spielzeuge. Ja, also ist es hochwertiger als diese Satin-Dinger, die wir sonst die Jahre so drin hatten. Das muss ich wirklich sagen. Das, ja, da kriegst du auch gut was rein, ne? Für auf Reisen vielleicht ganz schön. Und hier haben wir jetzt Heiligabend, den 24. Dezember. Dann gucken wir mal, womit wir die Augen zum Strahlen bringen dürfen unterm Tannenbaum. Ah ja, das ist für beide auch tatsächlich ganz nice. Hier ist auch irgendwas mit einer App und so weiter. Bluetooth und Free App bekommst du hier mit dabei. Auch die Bedienungsanleitung und so. App-controlled App. App-Cha-Cha. Auch ein Ei, also es könnte fast schon ein Oster-Adventskalender sein. Ich glaube, genau, das kann man sich nämlich entsprechend einführen. Ja gut, muss man im Vorfeld laden und mit der App verbinden, ansonsten wird es ein bisschen öde. Also wenn ihr den Adventskalender verschenkt, denkt dran, vorher dieses Toy zu laden oder generell würde ich die nach und nach mal laden. Ne? Ja, genau, und das ist hier halt so flexibel, weiß ich auch nicht warum. Ob das hier vorne auch noch vibriert, ich weiß es nicht. Also das ist auf jeden Fall für drin. Und was ich halt immer ganz witzig finde, ist, wenn dann halt quasi die Person, die das trägt, nicht weiß, was die Person, die es steuert, gerade so vorhat. So schlicht er von außen aussieht, ist er halt irgendwie von den Kläppchen her nicht, sodass das Wiederbefüllen dann wirklich auch einen kleinen Herzinfarkt verursachen würde, wenn ich den jetzt zum Beispiel für meine Oma befüllen würde. Wobei die nicht so gut Englisch kann, dann ist es gar nicht so schlimm, ne? Ja, also Adventskalenderinhalt finde ich okay. Wir haben so ein paar Sachen mit dabei, die auch neu sind, was ich schön finde. Einige alte Bekannte. Ich muss mal gucken. Also das ist jetzt kein Adventskalender, der mich jetzt so ad hoc von den Socken haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es ist halt nach wie vor ein schöner Kommunikations-Adventskalender für Paare, die einfach auch einfach mal so ein bisschen Zeit miteinander verbringen sollten und das als Anreiz nehmen könnten.
Wie seht ihr das? Schreibt gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!